ins. Ja, du musst einfach ran. Erwischt! Ich wollte mal gucken, ob du nix sagst. Lieber Mel, grüß dich zur Fantasy-Mod. Es ist wie mit Arn. Der hat es dann auch verkackt. Das war so schön gewesen. Das heißt auch. Du zählst runter und dann sagst du auch an. Nee, alles gut. Also ich find's lustig. Man muss auch ein bisschen flexibel sein im Ansagetext. Ich mag das, wenn man ja auch so ein bisschen das nicht so alles so bierernst nimmt, sondern auch so ein bisschen flexibel dann ist. Gefällt mir. Sonntag! Haben wir noch eine Fackel übrig? Hier? Ich habe meine hingehongen. Aber wir können welche machen. Wir haben nämlich hingehongen. Ja, ich bin in Hesse. Das heißt ja auch bei uns die Bach. Wir sagen ja auch hingehongen? Ja, wir sagen ja auch. Ja, hingehongen. Ja, das ist hessisch. Das ist hessisch? Das ist hessisch. Bei Hessen spricht man durch die Nase. Deswegen kann man so schnell babbeln, ohne nachdenken zu müssen. Hingehongen. Ja. Komm, ich hink an. Ja, das kommt. Ja, du kannst schneller reden, einfach weil das Gehirn gar nicht beteiligt ist beim Sprechen. Ich kann hessisch. Ja. Du wirst auch total überrascht sein, was du alles redest, ja, weil das hörst du ja dann erst. Ja, das ist richtig geil. Okay, gute Besserung, Ayuta. Sie hat starke Kopfschmerzen, Erkältung im Anzug. Ach, Ayuta. Oh, gute Besserung. Erstmal gute Besserung. Unser Interview heute früh ist ausgefallen wegen Internetausfall in Irland. Da kam ein böser Bagger und hat gesagt, der baggert jetzt das Internet weg. Ja, hat er auch gemacht. Hat er gemacht. Ich mache uns noch mal ein paar Fackeln, okay? Ja, was kommt denn in die Sawhorse rein? Die Bugsaw kommt da Bugsaw rein. Ne? Wir haben eine Kreischerin unten. Ja, ich weiß ja, nicht, ob ich das jetzt schon erwähnt habe. Nee, achso, ja, fürs Publikum. Genau. Naja, lass die mal plären. Und die lassen wir jetzt einfach mal plären. Lass mal plären. Wir versuchen, dass sie uns. Ich habe noch eine Kiste übrigens. Ja. Ach nee, das ist meine. Das ist die gleich verschwindet. So, da hängt erstmal eine Fackel. Die mache ich jetzt erstmal auf hier, die Kiste. Ja. Oh! Vorsicht, ja, nur ein Schlag. Ja, nur ein Schlag. Nur ein Schlag. So, ich hänge hier auch nochmal eine Fackel dran. Damit es ein bisschen heller wird. Deswegen habe ich zwei persönliche Kisten gemacht, weil da ist so viel Krempel drin gewesen. Das muss man dann einfach mal verteilen. Hast persönliche Kisten? Hast du? Ja. Doch. Was ist denn da so drin? Ah ja, diesen ganzen Zauberkrempel halt. Achso, ich habe gar keine persönlichen Kisten. Ich habe einfach nur... Ich lese jetzt erstmal den Brief. Dann passiert auch nichts Böses, oder? Except. Ja, Quest started. Okay, alles klar. Achso, dann lese ich die anderen auch nochmal. Except. Read. Except. Read. Except. So. Och ja, jetzt weiß ich, was du meinst mit zwei persönlichen Kisten. Ja, hast verstanden jetzt, ja? Soll ich dir eine machen? Nee, oder hast du? Ja, nee, eine Sache bleibt nur übrig. Ach nee, zwei Sachen. Ich mach mir noch eine Kiste. Genau. Jetzt weiß ich's. Ja, okay, Small Box. Okay, alles klar. Ayuta, wir mussten neu anfangen, es war alles total verkorkst. Bin hart am Überlegen, ob ich in den Krankenstand gehen soll, weil mir echt scheiße geht und ich morgen halt drei Stunden Tag. Also ich sag mal so. Wenn man krank weiterarbeitet, wird man dadurch nicht gesünder. Wenn du Pech hast, steckst du andere Kollegen an. Eventuell fällst du danach länger aus, als du sonst ausgefallen wärst. Ne? Von der Idee her ist es dann manchmal keine schlechte Idee, etwas rechtzeitiger die Reißleine zu ziehen, als zu spät. Ne? Das ist ja auch kein krank machen, ne? Da geht es ja wirklich nicht gut. So. Okay, jetzt kommen wir noch dazu. Ob das einer von den NPC-Hunden ist? Das ist ein bisschen echt schwierig manchmal. Ich tu mal Steroide und Penke lassen in die Getränkekiste, weil da haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Mhm. Und pack dafür lieber mal die Kürbisse. Also ich muss was essen. Ich nehme mal ein paar Äpfel zu mir. Und ich brauche mal eben ein bisschen Heilung. Die nutze ich mal eben die Nacht dafür. Mhm. Sieht eigentlich wie eine Orange, oder? Wie eine kleine Kiwi sieht das aus.
Pad mit dem Bumpad drauf. Genau, hör auf Bio. Jutta, es war nichts verpackt. Wir haben es verkackt. Wir haben keine Teile mehr gehabt. Wir sind von Schreierinnen überrannt worden. Wir sind zu nichts mehr gekommen. Wir haben kein Essen mehr gehabt. Wir haben gesagt, so, jetzt ist Feierabend. Wir machen neu. Genau. Und das geht hier ganz gut eigentlich. In dem Biom. Ich glaube, das ist Sumpf irgendwie. Aber ist nicht schlimm. Nee, also in dem bleiben wir jetzt auch hier. Wir haben auch eine größere Karte, ne, für den Fall. Und wir haben eine bessere Hütte, weil die kriegst du so schnell nicht eingerannt. Nee, wir haben einen guten Start. Wir haben unsere Sachen hier. Gather Tree Trunk. Moment. Aber ich habe doch hier irgendwo Holz abgelegt, massiv. Woodlock Tree Trunk. Oh, Gather, okay. Craft Woodlock. Das muss ich in der Saw machen, ne? In der Säge dann. Mhm. Ne? Den Woodlock. Tree Trunk. Recipes Woodlock. Ach, ich brauche erst die Bugsaw. Habe ich mir die nicht hergestellt, die Bugsaw? Kann sein, dass die noch läuft. Habe ich die weggelegt? Habe ich die in die Kiste gepackt, die Bugsaw? Warte mal. Da muss ich die in eine von meinen Kisten gelegt haben. Ich habe mir noch eine hergestellt. Kannst du mal aus der... Ich habe dir zwei Tree-Trunks reingelegt. Ja, nee, ihr habt ja schon einen. Aber wo ist denn die Bugsaw, die ich denn hergestellt habe? Hat da jemand aufgepasst? Ich habe mir noch eine hergestellt, oder nicht? Neues Spiel, neues Glück. Ach ja, Ayuta, warum nicht? Einfach ausprobieren. Oder wollte ich mir nur eine herstellen und habe nicht draufgeklickt? Kann sein, dass du vielleicht kein Eisen hattest oder sowas. Nee, ich habe jetzt keine Plantfibers mehr. Ich habe 35 noch, ja. Kannst du mal welche leihen? Ja, ich pack dir welche in die Box. Die geht mir langsam ein bisschen auf den Senkel. Ja, ne? Ja. Direkt schon wieder ab. Oder habe ich eine Bugsform in den Tagen? Dicker. Hat jemand aufgepasst, ob ich mir die hergestellt habe? Nicht, dass ich jetzt eine zweite dann habe. Das muss ja auch nicht sein. Also wegen den 20 Eisen. Guck mal in die Kisten rein. Müsste man ja eigentlich sehen können. Beinsperr. Ich stelle mir jetzt eine her. Nee, dann, wenn da eine drin wäre, dann hätte ich ja schon craften können. Genau das halt eben nicht. Theoretisch muss ich mir auch keine herstellen. Soll ich das abbrechen? Ich kann ja deinen Sägebock benutzen, Asak. Du kannst meine, steht da Craft oder Gather? Ich muss jetzt nur noch die Woodlocks. Ach so, ja, da kannst du auch meinen benutzen. Ist ja auch gut. Das reicht ja genauso. Obwohl, wenn wir zwei haben, ich weiß nicht, ob das nachher von Vorteil ist. Ja, ach, kannst du euch einen zweiten bauen. Egal. Ist ja wurscht. Ach, die nervt mich aber wirklich jetzt, die Troller da. Ja, trotzdem. Die Plantfiber sagen, dass du die alle gemacht hast. Du hattest zuletzt 11 davon. Ja. Aber ich sehe sie nicht. Ah, Mist. Jetzt ist sie da. Dafür brauche ich. Was denn? Okay. Ja, ist schon gut. Ich stelle meine drei Woodframes hier mal auf.
Wo bauen wir die mal hin? So, da. Wenn wir gegen Flugdrachen was haben, können wir hier die Kochecke mal irgendwann überdachen, weißt du? Mhm. Dann habe ich die da schon mal hingestellt, die Woodframes. Woodlock. Woodframe. So. Gather Nails. Okay, da Nägel haben wir noch nicht gefunden, ne? Ja, ja, das ist unser Problem. Ja, okay, gut. Dann haben wir halt doch keine. Kann doch nicht alles haben, ne? Nee. Nee. So, was ist jetzt eigentlich mit Skillpunkten? 8 Punkte habe ich verfügbar. Healing Factor packe ich erstmal einen rein. Habe ich Slow Metabolism? Ich will mal annehmen, dass wir weiter gut Essen kriegen hier, ne? Oder? Hoffe ich doch, ja. Mann, oh Mann, da unten ist aber was los, ne, oder? Da geht's ab, ja. Die reißen uns schön die Bude ein. Jetzt schon. Wow. Was denn? Ach, Schlagbohrmaschine. Bei mir hier irgendwo im Haus. Ah ja, nebenan. Das war das Geräusch. Das kann ja auch 2 Eingänge weiter sein. Das hörst du durch den kompletten Block. Das ist alles aus Papier gebaut hier. With all melee weapons and tools. Ja, das nehmen wir doch mal mit, oder? 20% mehr Schaden. Stay down. Power Text. Nee, Deep Cuts. Und den nehmen wir mit. Hast du schon in Magie was reingesteckt an Punkten? Ich überlege gerade, ob ich soll. Was? Da gehen vielleicht aber mindestens 3 Punkte für drauf, ne? Ja, vielleicht zum Überleben am Anfang erstmal. Vielleicht sollten wir doch etwas später in Magie und ja. So, zack. Danke für den Follow. Vielleicht sollten wir das doch. Ich bin auch am Überlegen. Lieber erstmal auf sicheren Beinen stehen und dann kann man auch mehr Zombies killen oder sowas, dass wir mehr Punkte kriegen. Gut, Zombies sind ja gar nicht drin, aber. Ich habe jetzt noch 4 Punkte, die ich vergeben kann. Wo packe ich den denn rein? Hidden Strike, Sneak Attacks, aber die hat man nicht so häufig, ne? Rule 1 Cardio, Ausdauerregeneration, während des Sprints 10% schneller. Ob sich das lohnt? Hm. Klingt jetzt auch nicht so, ne? Charismatic Nature könnte ich skillen, dann hätten wir beide plus 1, ach nee. Da hättest du plus 1 Fortitude und Agility, wenn du in der Nähe bist. Wahrscheinlich ich auch, ne, oder? Wenn ich dir gebe, ja. Eine zusätzliche Chance für Questbelohnung, eine zusätzliche Auswahl. Daring Adventures wäre auch gar nicht so schlecht, ne, oder? Wenn wir mal Händlerquests machen. Ja, eben. Wenn wir einen Händler, dann sollten wir erst warten, bis. Also ich gebe dir jetzt erstmal plus 1 Fortitude und Agility. Ja, dann gebe ich, dann mache ich das aber auch. Weil das ist sinnvoll. Kriegst du das denn auch oder nicht? Ja, ja. Also du hast auch plus 1 oder nicht? Oder krieg ich das nur? Sag ich dir gleich. Weil wenn du es nicht kriegst, lässt bei der Elders. Mhm. Ganz kurz gucken. Fortitude. Ja, habe ich jetzt 2 von 10. Also das Grün leuchtet bei mir grün, bei dir auch? Nee, noch nicht. Und Agility leuchtet bei mir auch grün. Das ist 2 von 10. Bei dir nicht? Nee, noch nicht.
Nee, was heißt noch nicht? Dann kommt da auch nichts. Dann ist das für dich nur für mich. Pass auf, dann möchte ich das auskillen, damit du den auch... Ach so, ich dachte, du hättest schon geskillt. Nee, natürlich nicht für mich. Ich mach das nur für den Partner. Ach so, ja, ich dachte, das geht dann für beide. Das wäre eigentlich fair. Nee. Okay, gut. Jetzt habe ich es auch geskillt. Jetzt müsstest du es haben. Zieh die Bart. Hi, auf. Grüß dich. Jetzt müsstest du es haben. Jetzt habe ich noch 3 Punkte verfügbar. Ja, jetzt kommt's. Ja, jetzt ist grün. Ja, danke. Ich glaube, ich pack noch mal einen Stärke rein. Und noch einen Pack Mule. Ich glaube, Pack Mule ist etwas, was mir persönlich gefallen wird. Denke ich auch. Pack Mule und A Fortitude habe ich jetzt ja sowieso einen mehr. Ach, da muss ich Healing Factor. Ich packe noch einen Fortitude rein. Und den nächsten kann ich dann in Healing Factor reinpacken. Okay, super. Mhm. Gather Wood Pole. Wood Pole kann man machen. Pole. Wood Pole. Nee, kann man nicht. Da brauchen wir Woodlock für. Aber ich habe jetzt erstmal. Wieso habe ich denn nur 3? Achso, 3 Woodframes habe ich wenigstens jetzt. Oh, die geht mir so auf den Zeiger. Ich habe die Forge gelernt. Ich werde mich also ransetzen, dass wir so schnell wie möglich eine Forge kriegen. Okay. Stimmt, die Forge habe ich jetzt vergessen. Ich nicht. Kein Problem. Bellows brauchst du nicht herzustellen, den besorgen wir uns vom Händler. In der Regel liegt da immer irgendwie ein Bellow rum. Geh runter und töte sie. Was glaubst du, was die schreit und was die mit anhängt? Und die bringt ihre Freunde mit. Und die sagen sich dann, wir gehen aber im Rauf und killen den Bellow. Für den Bellow brauchen wir auch Nägel. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Sollten wir erstmal in Ruhe rumlooten. Den Bellow finden wir. Da haben wir gar keine Sorgen. Okay. Da lag Achte immer. Auf dein Essen und Trinken, bitte. Ja, ich? Ja. Mal gucken, wie es aussieht. Genau deswegen. 83 Water, 87 Essen. So schlecht ist es jetzt eigentlich nicht. Trinke aber trotzdem mal was. Man kann ja auch vortrinken, das geht ja. Mhm. Essen. Kann ich nur... Der Apfel, bringt mir das was? Nee. Bringt mir der Apfel irgendwas zum Essen? Cornbread könnte ich mal essen. Nö, du hast gleich ausgemüllt am nächsten Tag. Da kannst du mal schon Gift drauf nehmen. Mal noch ein bisschen mehr Wasser her. Ich koche mal Wasser, ne? Ja, mach das. Weil 3 Flaschen im Inventar haben, ist vielleicht doch ein bisschen wenig. Ich weiß nicht. Gut, das geht sich ja gut aus. Ey, wir haben einen Beaker. Moment, willst du nicht 2 Beaker haben? Du bist doch... Ah, wir haben einen zweiten Beaker. Ey, weißt du was? Das ist gut. Wir brauchen dafür irgendetwas 2 Beaker. Für die Chemiestation brauchen wir 2 Beaker, Asrak. Ja, einen habe ich hier schon im Ding drin. Nee, wir haben 2. Wir haben 2 Beaker. Hallo? Noch übrig? Weil einer habe ich hier im Lagerfeuer bei mir. 2 sind in der Kiste jetzt. Okay. Was machst du mit dem Beaker im Lagerfeuer? Was bewirkt er denn da? Da kann ich wahrscheinlich Sachen herstellen. In welchem Lagerfeuer? In dem, hier, wo hier, der... hier, bei mir. Das da. Da, wo ich drauf stehe. Da ist ein Beaker drin. Der gehört da auch rein. Okay. Aber den kannst du sonst in... Okay. Also hier, wenn das, guck mal. Wenn du das als dein Lagerfeuer... Hier, komm, lass uns anstoßen. Guck mal. Hier, Prost. Ja, hier, guck mal hier. Ach, der muss ich auch noch machen. Warum muss ich holen eben? Ja, nimm dir mal den richtig geilen Shit.
Was, welche sind das? Die Essence Potion, Healing Potion, Travel Potion? Nein, das sind die Knowledge. Altins Lightning Knowledge und sowas. Knowledge. Altins Fire Knowledge und Ice Knowledge. Okay, dann kippen wir hier drei kurze. Ja, einen habe ich schon. Mach mal das. Ich habe schon mal vorgetrunken. Ja, den habe ich schon mal. Oh, der sieht geil aus. Hier, lass den mal schmecken, ne? Ja, da kommt mal ein Foto auf von X. Dir. So, okay. Und go. Sehr schön. Komm, gleich Lightning hinterher. Sekunde. Hab ich. Ja, hier, genau. Okay. Du hast gesehen, du kriegst dann, warte mal. Du kriegst dann auf der zweiten Seite der Zauberei, da kriegst du zwei Erfahrungspunkte: in Eisspezialist und in Eis. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, so, dann Prost, ne? Prost. Und dann habe ich hier noch Feuer. Tja. Schlehenfeuer. Auf dann, rende mit. Sehr schön. Das sieht gut aus, finde ich. Ja. So, und jetzt. Ey, 3 Uhr, die Nacht geht. Sag mal, wir haben auf 90 Minuten gestellt, nicht auf 900, ne? Oder sowas, ne? 90. Die Nacht geht gar nicht um. Doch, 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 passt schon. So. Jetzt haben wir auch Fire, Ice und Lightning Mastery gemacht. Genau. Dann fehlt noch Alchemie, Essence und Spellcast Mastery. Das wären dann 3 Punkte. Hui. So. Dafür muss ich Ressourcensteine noch wegkloppen, wegen dem Nitrat, was ich brauche. Die Essence müsste ich noch haben. Ja, wir müssen Steine und andere Sachen kloppen, ja. Ja. Ach, das war noch Zeiten in einer Mod, als man den Nutztieren einfach zärtlich den Rücken klopfen musste, um sie zu zähmen. Ja, genau. Mir fehlt die Starvation-Mod auch so ein bisschen. Oh Gott, ich habe meinen Rucksack, meinen Schlafsack aufgesammelt. Also die Starvation-Mod war echt super auch. Aber mit den Tieren vor allen Dingen auch. Mit dem Zähmen, und das hat alles gut funktioniert. Genau, das hat nämlich alles funktioniert. Das war der Punkt. Ausdauer könnte man noch ein bisschen höher sein. Jetzt nochmal ein paar Äpfel. Ich will unbedingt gleich runter und der Troller da einen verpulen. Ja, noch nicht. Der Knochen kommt noch weg. Die Ruine habe ich hier noch, viel blöd. Mhm. Spitzen kann ich mir nochmal eben herstellen. 42. Nee. Nochmal 6 hinterher. Irgendwie habe ich da nicht richtig gezählt. Joachim, alles gut. Hm? Also, Joachim sitzt im Zug und schaut jetzt in Ruhe zu. Dann wirf hier halt ein Asthma. Wir sollen hier ein Asthma-Spray runterwerfen. Dann. Das Problem ist, wir müssen halt schnell sein, weil die ruft halt, ne? Und einmal rufen ist schlimm, da ist nämlich eventuell schon eine zweite Schreierin mit dabei. Die ruft halt auch echt wirklich den bösen Krams, ne? Das ist das Problem. Ja. Ich würde dann meine Punkte demnächst, wenn du jetzt hier auf die Schmiede gegangen bist, dann würde ich in Tools und sowas gehen, ne? Fühl dich frei. Nur, wie gesagt, jetzt brauchst du erstmal die. Also, ich habe. Ich habe jetzt Smelter genommen, ne? Ja, eventuell kann ich Tools auch nehmen, weil das dieselbe Kategorie ist. Ja, du kannst doch nicht alles nehmen. Nein, du kannst aber dann vielleicht irgendwie Essen oder was anderes nehmen. Ja, gut, klar. Warte noch, bis es heller ist. Im Moment ist es noch relativ dunkel. Ja, na toll, wieder warten. Ja, du hast. Was hast du eigentlich für einen Bogen? Hast du einen Einser oder einen Zweier? Ein Einser, ich kann ja keinen Zweier herstellen, wir müssen erst skillen. Okay, ich habe einen geskillt. Warte, ich gebe dir einen. Du kannst doch nicht alles skillen. Was heißt alles? Nur das Notwendigste. So, ja, komm mal her, ich werf dir einen hin. Ich habe Heilung und Ausdauer geskillt. Ja, das fand ich auch notwendig. Hab ich auch. So, Achtung.
Wo hast du denn deinen Skillpunkte her? Ja, okay, well. Gut. Dankeschön. So, du kriegst noch einen 2er Hammer, den hast du wahrscheinlich auch nicht. Nee. Und ich mach dir einen 2er Axt. Ja, Steine habe ich, kann ich dir geben. Und Holz auch ins Gebiet. Habe ich doch alles. Ja, okay. Mit der ist gleich rum. Warte, lass mich erstmal dir Hammer und Axt geben. Einmal. Zweimal. Grab. Grab. Stone Hammer, Stone Axe. Ach, kannst du mir einen Speer machen noch? Entschuldigung. Ja gut, egal, ich habe mal einen Einsatzspeer. Wo bist du? Bist du noch oben? Ja, ich oder bin bist unten. Du schon runter? Ich bin unten. Ja, warum? Ich denke, es soll erst heller werden, hast du doch eben ist gesagt. Ist doch jetzt heller geworden. Ja, aber du siehst doch trotzdem nichts. Da ist ein Riesenskelett. Ja, das wollen wir umgehen. Lass uns vorne drum herum gehen. Okay, erstmal nee, jetzt kommt das, jetzt geht es zu spät, das Skelett kommt. Jetzt müssen wir das erstmal. Wo kommt denn das? Das ist dir eben hinterhergelaufen. Nee, komm, wir gehen jetzt. Die ist doch drin. Ja, eben. Die ist doch im Haus drin. Ja, ich mach das mit Speer. Ich mach das mit Speer. Ich komm mit. Ich glaube, die ist hier rechts. Hat das super funktioniert. Schnell raus, bevor der Rest kommt. Nee, die hat nichts gerufen. Die hat nicht geschrien. Warte mal, was sagt eigentlich die unsere Dual-Skill-Quest? Ich brauche noch Nitrat, das heißt, ich muss letztendlich aber Multiklasse Skill-Skeletten. Wollen wir da mal das große Skelett da killen, weil das kommt ja sowieso irgendwann und nervt uns. Jo, Asgard? Ja, ich komme. Wollen wir es von unten machen oder wollen wir es von oben machen? Weil es wird irgendwann sowieso kommen, dieses Skelett hier. Das hängt hier in dem Busch drin. Ja, ich weiß. Hab's gesehen. Skelettboss. Volltreffer. Nicht allzu viel abgezogen. Ja, aber auch Treffer. Oh. Scheiß Hitbox. Momentan ist es nach mir her. Ich hab da mal gut mit Pfeilen gebogen. Ah, shit, verfehlt. Moment. Jetzt aber. Jetzt hab ich wieder Aggro. Obwohl das doch im Nahkampf eben versuchen. Die Pfeile ziehen halt nicht so irre viel ab. Ja. Ne? Ich habe ihn noch einmal getroffen. Hat aber keine Aggro weggenommen. Jetzt. Oh, Vorsicht, dass du dich nicht wieder in mich reinrennst. Im Nahkampf ist das ganz scheiße zu treffen. Du musst nach oben zielen. Das ist nicht auf gut. Auf die Poppes, da gab es ganz gut. Ja? Ja. Aua. Oh ja, auf dem Boot klappt gut. Autsch. 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 Warte doch wenigstens, bis er meine Akku gezogen hat, bevor und nicht gleich wieder draufkloppen. Nee, der hat mich da mal hintereinander geschlagen. Mhm. Da konnte ich nichts machen. Ich mache jetzt mit Pfeil und Bogen weiter. Der regeneriert wieder. Verdammt. Und zwar sehr schnell. Ja. Der regeneriert. Nee, komm, den kriegen wir nicht down. Dann lass uns einfach mit dem ein bisschen spazieren gehen. Weil der ist jetzt schon fast wieder voll, ne? Das, nee, okay, das lassen wir mal. Das ist nicht so gut. Ja, das bringt nichts. Müsste jetzt eigentlich oben auf den Schlafsack rauf, aber... Ja, mach das. Kannst ja erstmal... Na, ich will nicht schon wieder oben sitzen. Ich bin die ganze Zeit über oben gesessen. Das geht doch schnell. Ach, du, 5 Minuten warten musst du schon irgendwie. Ja, aber dann bist du wieder fit. Ich glaube, ich werfe einen Painkiller oben an. Der heilt ja schon mal um 50. Eugene. Gucken, wo das Skelett jetzt hin ist. Hier bei mir ist er. Okay. Dann versuche ich lieber hier nochmal umgebende
umgebene Gebäude zu. Die Fackel direkt an die Leiter zu packen. Ich höre schon wieder eine Cementa. Echt? Ja, ja, ich sehe sie. Dann warten wir uns eben, dann machen wir die jetzt zu zweit vielleicht. Das ist vielleicht besser. Ich brauche ganz kurz eben. Ich muss jetzt mal irgendwas was trinken. Ist schon tot. Okay, hat er hier geschrien? Keine Ahnung. Wir haben 30 Minuten. Was sagst du dazu? Ja, dann würde ich sagen, neue Aufnahme. Ja, ne? Jo. Okay. Ja, dann gehabt euch wohl oder so und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Oh, Skelettboss kommt. Ich muss, glaube ich, doch jetzt weg.